bin ja Moabiter und komme da auch gerade her von der Lageso. Und die Zustände dort sind jedenfalls ohne die privaten ehrenamtlichen Helfer immer noch unerträglich. Also es gibt offenbar eine Strategiekommission des Senats und so, aber man kann das noch nicht merken vor Ort, dass das durchgreift und dass da endlich auch eine Versorgung der Leute, die da manchmal tagelang warten, stattfindet. Das ist alles Bürokratismus und das Gegenteil von humaner Aufnahme von Flüchtlingen. Es wird ja oft behauptet, da würde eine bestimmte Absicht hinterstecken, den Standort Berlin für Flüchtlinge wenig und attraktiv zu machen. Was halten Sie davon? Ja, das ist ja leider bisher insgesamt die Politik gegenüber Flüchtlingen gewesen und immer noch, dass man meint, wenn man sie schlecht behandelt oder nicht gut behandelt, dass sich das rumspricht und dass dann weniger kommen. Erstens stimmt das nicht, das geht so nicht auf, weil die Flüchtlinge immer hoffen, dass es doch anders ist. Und zweitens ist es natürlich der völlig falsche Weg. Das ist inhuman und das ist auch verfassungswidrig, weil die Würde des Menschen gilt ausnahmslos, gerade auch für Flüchtlinge. Dankeschön. Also ich bin Sela Yüksel, bin die Koordinatorin vom Projekt Kasada aus dem Wedding. Krankenhaus. Wir sind jetzt mit der Vätergruppe hier. Vätergruppe ist gerade sehr mager, weil einige noch im Urlaub sind und wir sehr kurzfristig von der Veranstaltung erfahren haben. Aber auf jeden Fall unterstützen wir das Anliegen heute und wir stehen nicht hinter der aktuellen Flüchtlingspolitik. Und wir möchten, dass sich das jetzt wirklich ändert, zumal sehr viele Kinder unter diesen Situationen leiden. Und wir wirklich keine Lust mehr haben, diese negativen Nachrichten zu lesen, aber auch hautnah mitzuerleben, weil wir auch ganz vieles mitbekommen, da wir Flüchtlingsheime in unserer Umgebung haben und bei Wedding Kids auch aktiv sind. Es ist schade, dass die Situation so ist und dass wir heute hier demonstrieren müssen. Und die Kinder sind auch dabei? Ja.